Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Laserline. Mein Name ist Thomas Molitor und ich möchte einmal was zu den Beschichtungen von Bremsscheiben erklären. Wir haben hier einmal so ein Beispiel liegen. Der hauptsächliche Hintergrund und die Motivation zu der Beschichtung der Bremsscheiben ist die Reduktion des Feinstaubs. Feinstaub ist heute viel in aller Munde, ist hauptsächlich ein Gesundheitsthema. Die Partikel sind lungengängig und damit schädlich für die Gesundheit. Und ein Teil der Emissionen, die wir heute im Straßenverkehr sehen, kommt natürlich von dem direkten Motor, also von der Verbrennung, aber eben auch vom Reifenabrieb und genauso auch von dem Verschleiß der Bremsscheibe. Verschleiß der Bremsscheibe sagt schon, die Funktion von der Bremsscheibe ist so, dass der Reibpartner, also dass der Bremsbelag und die Bremsscheibe aufeinander gedrückt werden, dadurch Reibung haben und die Partikel, die dort abgerieben werden, findet man nachher in der Umwelt als Feinstaub. Wir sprechen heute von ungefähr 25% der Gesamtemissionen, die wir aus dem Verkehr sehen, kommt aus der Bremsscheibe bzw. aus dem Abrieb der Bremsscheibe und des Bremsbelags. Und diesen Anteil zu reduzieren, den verfolgt man eben durch die Beschichtung der Bremsscheibe. Die Bremsscheibe grundsätzlich ist ein Graugusswerkstoff und ist natürlich schon relativ resistent gegen Abrieb. Das kann man nochmal weiter verbessern, indem man, wie man es hier sieht, eine Hartstoffschicht aufbringt. Also man sieht es jetzt hier, die Oberfläche ist auch sehr rau. Klassisch eine Bremsscheibe, wenn man die sieht, ist die sehr glatt. Also das heißt, die hier ist noch nicht nachbearbeitet, die ist jetzt tatsächlich nur der eigentliche Werkstoff aufgeschweißt, der als Hartstoff obendrauf kommt. Die Beschichtung der Bremsscheibe funktioniert so, wir haben eine Bearbeitungsoptik, die mit dem Laserstrahl verbunden ist. Hier oben kommt eine Lichtleitkabel dran. Die Bearbeitungsoptik bildet den Laserstrahl auf das Werkstück ab und wir haben hier unten drauf eine Düse, die den Pulverstrom, also den transportiert, der kommt hier unten durch die Düse durch, gleichzeitig mit dem Laserstrahl. Und man bringt die Bearbeitungsoptik dann senkrecht über die Bremsscheibe und schweißt dann den metallischen Werkstoff, der durch die Düse durchkommt, mit dem Grundwerkstoff zusammen. Man hat dadurch einen sehr, sehr guten metallischen Schmelzverbund, eine sehr gute Haftung und eben eine gute Standzeit der gesamten Beschichtung. Die eigentliche Grundpufferlage, die hier aufgeschweißt wird, ich hatte es schon gesagt, eine Pufferlage, also es wird zunächst eine Schicht aufgebracht, die die Verbindung zwischen dem Grauguss-Scheibenmaterial und der nächsten Schicht realisiert. Also diese Pufferlage dient eben als Verbund zwischen der eigentlichen Decklage. Die Pufferlage, die ist irgendwo in einem Bereich 100, 200 μ schichtiger aufgebaut. Das kommt jetzt sehr darauf an, was der Kunde an Werkstoffen haben möchte. Und dann kommt obendrauf eine Hartstoffschicht. Die Hartstoffschicht kann zum Beispiel ein Wolframkarbid sein. Und diese Hartstoffe reduzieren dann am Ende auch den Abrieb der eigentlichen Scheibe. Pufferlage, hatte ich schon gesagt, 100, 200 μ Schichtdicke. Eine Decklage liegt ähnlich auch in einem Bereich 100 μ, 200 μ, 300 μ. Kommt wieder sehr darauf an, was der Kunde am Ende als Werkstoffe obendrauf haben möchte. Bei diesen Taktzeiten, 4 Minuten, 6 Minuten, kommt man heute in eine Stückzahl von ungefähr 100.000 Stück pro Anlage und somit sind wir auch massentauglich. Wir kennen heute schon Beschichtungen der Bremsscheiben, allerdings nicht metallurgisch, schmelzmetallurgisch miteinander verbunden, sondern eben thermisch gespritzt. Die sind heute schon im Einsatz, sind heute allerdings relativ teuer, weil Vorbereitungen aufwendig sind. Die Nachbearbeitung ist nochmal aufwendig. Wir können hier mit dem Laserauftrag schweißen. Die gesamte Vorbereitungsaufwände können wir deutlich reduzieren und sehen damit auch einen deutlichen Markt vorteilhaft fürs Laserauftragschweißen. Die Peripherie, die wir dafür brauchen, ist eben die Bearbeitungsoptik, die hatte ich eben schon mal beschrieben. Wir brauchen natürlich einen Laser dazu. Laserline ist klar Hersteller für Diodenlaser und wir nutzen auch unsere Diodenlaser fürs Auftragschweißen dieser Bremsscheiben. Der Vorteil der Diodenlaser ist im Wesentlichen in der Intensitätsverteilung der Strahlung zu suchen. Die Intensitätsverteilung bei einem Diodenlaser ist sehr homogen, wir nennen das Top-Head-Verteilung. Die führt dazu, dass ich einen sehr geringen Anteil zwischen oder geringe Aufmischung realisieren kann. Die Aufmischung zwischen Grundwerkstoff und Lage, die danach da drauf geschweißt wird.
Das kommt im Wesentlichen dadurch, dass diese Top-Head-Verteilung sehr gleichmäßig aufschmilzt, diese Grundlage, und damit sehr wenig Aufmischung erzeugt. Im Gegensatz dazu wäre zum Beispiel eine gaußsche Verteilung, die so eine Spitze in der Mitte hat. Die schweißt gerade in der Mitte, schmilzt die relativ viel Material auf, sodass die Durchmischung zwischen Grundwerkstoff und nächster Lage relativ hoch ist. Also da klarer Vorteil für die Diodenlaser. Peripherie, die zusätzlich noch mit dazukommt, sind häufig Sensoriken, die an den Optiken auch angebracht wird. Das hier ist jetzt eine CMOS-Kamera, das kann aber genauso gut auch eine echte Prozessüberwachung noch mit dazukommen, die auch wirklich den Prozess mit überwacht, Schichtdicken mit überwacht, den eigentlichen Aufschweißprozess überwacht, sodass auch für eine Serienfertigung hier die Tauglichkeit gegeben ist. Ja, und das wäre mal so eine kurze Zusammenfassung für das Beschichten der Bremsscheibe, und wir freuen uns auf ein nächstes Video. Bis dahin.